Ich möchte bei Teams, bei einem Team, verschiedene Kanäle erstellen. Ich bin hier auf Office 365 und starte Teams. Achtung, wenn diese Ansicht am Anfang erscheint, Sie müssen nicht unbedingt die Windows-App herunterladen, sodass es dann lokal gestartet werden könnte, was zwar auch geht, verwenden Sie einfach die Web-App. Das mache ich nun. Hier gehe ich wieder zu meinem Kurs Digital 2 und stecke nun mitten in diesem Team. Hier zuvorderst unter Allgemein kann ich Beiträge erstellen, das heißt chatten wie bei WhatsApp, Dateien hochladen, die dann allgemein allen zur Verfügung stehen und so weiter. Und ich kann hier Kanäle erstellen. Das hier ist der allgemeine Kanal. Ich gehe hier auf die drei Tupfer und sage Kanal hinzufügen. Zum Beispiel will ich den Kanal Word hinzufügen und der Kanal ist für alle Teammitglieder zugänglich. Hinzufügen. Der Kanal ist jetzt erstellt und jetzt kann ich in diesem Kanal gezielt Beiträge erstellen. Also alles, was hier mitgeteilt wird, betrifft den Kanal Word. Ich erstelle einen zusätzlichen Kanal. Kanal hinzufügen, Excel. Hinzufügen. Also überlegen Sie sich gut, welche Kanäle wären denn bei diesem Kurs hier praktisch. Wenn ich jetzt im Excel-Kanal unterwegs bin, kann ich auch hier wieder Excel-Dateien oder irgendwelche Dateien zur Verfügung stellen, Beiträge erstellen. Beiträge sind wieder Mitteilungen in diesem Kanal. Wie merke ich, dass jemand in einem Kanal einen Beitrag geschrieben hat? Hier oben bei diesen drei Tupfern kann ich sagen Kanalbenachrichtigungen und kann sagen, wann mir das Teams eine Nachricht senden soll. Dann erscheint hier oben bei Aktivität eine Nummer. Ich kann dann hier draufklicken und sehe, ob irgendwo etwas sich verändert hat. Und wenn in einem Kanal eine Nachricht deponiert wurde, dann wird auch die Kanalbezeichnung hier Excel dunkel, fett. Dann sieht man sofort, ah, da ist wieder etwas gelaufen. Das war's.